Ich habe einen nächsten Gast, das wisst ihr auch. Und ich freue mich auf Manfred. Magst du zu mir kommen? Hier sieht man nichts. Ich sag's jetzt auch nochmal bitte. Man sieht nichts. Ich glaube, es wird langsam amtlich. Darf ich dir auch ein Wasser vielleicht kredenzen? Danke. Wir haben uns ja auch schon vor einiger Zeit kennengelernt. Du gehörst auch noch zu meiner ersten Rutsche, sozusagen. Und ich habe mich so gefreut, dass ich so jemanden wie dich gleich bei mir um die Ecke gefunden habe. Ich habe ja meine Interviews auf Hawaii angefangen. Und dann fahre ich eine Straße weiter und treffe hier ebenfalls so tolle Menschen. Ja, warum in die Ferne schweifen, ne? Wenn das Gute ist so nah. Du bist Urush... Ich glaube, das war jetzt ein Unterstreichen der kommenden Botschaft. Du bist Urushi-Meister, soweit ich weiß, der einzige hier in Europa. Das klingt ja schon mal total beeindruckend, wie ich finde. Und ich glaube, Urushi ist eine Kunst, die hier in Europa, also oder für uns Europäer fast schon unverständlich ist, weil sie so aufwendig, so intensiv, so viel Hingabe fordert und ja, uns hier kaum Menschen gibt, die das in der Lage sind zu leisten. Deswegen bist du auch der einzige Meister, denke ich. Und du hast mir erzählt in unserem Interview, vielleicht mag ein kundiger Mensch die Fotos kurz anstellen, weil wir haben ja ein paar Fotos mitgebracht, dass dieser Urushi-Baum, ist ja der japanische Lackbaum, jetzt hier für die, die es noch nicht wussten, der idealerweise 24 Jahre wächst, bis man seinen Lack zapft und dann in unheimlich kleinen Mengen, also so anderthalb Bäume müssen dann für so eine Dose Lack herhalten. Dann machst du Entwürfe, dann werden Holzrohlinge gefertigt, die auch noch mal 2 bis 3 Jahre irgendwo im Schrank stehen müssen, bis die dann so durchgetrocknet sind. Dann noch mal 2 bis 3 Jahre grundiert von dir werden, verspachtelt, sowas, was man da auch sieht. Ne? Ja, übertreib nicht. Ein Jahr. Habe ich im Interview nachgelesen. Musste neu schreiben. Na okay, alles wird neu geschrieben. Die Zeitrechnung ist neu. Na gut, ein Jahr. Grundiert, verspachtelt, lackiert, ein aufwendiger Prozess mit 30 Schichten Lack. Ich hatte dann ausgerechnet, sind eigentlich 21 Jahre inklusive Baum. Das muss ich jetzt auch verändern, ne? Die Rechnung. Naja, das sind 29, wenn ich den Baum mitrechne. 29? Und einen frischen Baum gefällt wird, um den Rohling herzustellen. Wow. Aber also, ich warte nicht so lange. Gut. Ich hoffe, ansonsten war es so ungefähr grob beschrieben, was du so tust, also zumindest von den Grundlagen. Was bewegt dich eigentlich, so ein künstlerisches Handwerk, ja, dich dem zu widmen? Und wie bist du zu Urushi gekommen? Ich weiß nicht, was mich bewegt. Die Sache kommt zu einem. Ich finde das so spannend, was meine Vorrednerin, was Tanja gesagt hat. In Japan sagt man, der Urushi, man kommt nicht zum Urushi, sondern der Urushi kommt zu einem. Und das war wirklich ein Zufall. Ich habe das nicht gesucht. Und ich glaube, dass das Thema Berufung oder Passion oft etwas ist, was nicht sehenden Auges auf einen zukommt, sondern dass man oft im Rückblick auch erst erkennt. Und das kann länger dauern. Manche finden es erst mit 50 oder mit 70 und andere finden es schon mit 8 und wissen schon, was sie machen wollen. Und so war das auch eher ein Zufall. Wobei für mich das auch nicht so entscheidend ist, dass das jetzt die Berufung ist und das ist jetzt für die nächsten 50 Jahre auch die Sache. Sondern sie kann durchaus auch wechseln. Und ich empfand auch meine Arbeit als Kunsttischler als Berufung einfach, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich es gesucht habe. Und weil es dann zu mir kam, weil ich denke, es ist beides, es kommt zu einem. Aber irgendwie sucht man still etwas, weil wenn man nicht sucht, ist man auch nicht offen für etwas, was an einem vorbeifliegt. Magst du ganz kurz erzählen, also was du vorher gemacht hast? Hast du eben gerade schon angedeutet, Kunsttischler davor. Ja, ich hab mal Werbetechniker gelernt, das habe ich nie richtig gemacht, weil eigentlich wollte ich immer zeichnen und der beim Arbeitsamt hat zu mir gesagt, da wirst du Werbetechniker, da zeichnest du ganz viel und ich habe 3 Jahre lang nicht einen Bleistift in der Hand gehabt und ich kann also jedem nur abraten, irgendwie sowas zu machen. Ich hatte keine Lust auf Schule, ich wollte schnell weg, ich wollte in die Freiheit und hing dann in der Ausbildung und dann hatte ich danach erstmal gar keine Lust mehr zu arbeiten und ich wollte eigentlich, wenn ich es heute so betrachte, immer das machen, was ich will und nicht, was man mir vorschreibt. Und
ich hatte dann kein Abitur, ich konnte nicht studieren, ich wollte Bildhauerei machen. Hieß es, ja, haben Sie kein Abitur, können Sie auch keine Bildhauerei machen. Da habe ich gedacht, was für ein Quatsch, wozu brauche ich dazu Abitur? Und habe dann, dann war ich 3-4 Jahre glücklicher Arbeitsloser, habe die Unibibliothek durchgelesen und... Das hat er wirklich. Und das war eine schöne Zeit, das war auch wie Berufung. Also ich hatte Zeit für mich und niemand sagte mir, was ich tun und lassen soll und ich konnte das selber wählen. Dann bin ich Jugendstil-Fan und im Jugendstil hieß es, jeder Quadratmeter, Zentimeter in der Wohnung ist gestaltet und dann wollte ich Möbeltischler werden, dann wollte ich Schuster werden und Schneider. Das hat nicht mehr geklappt, also ich bin beim Tischler hängen geblieben, wollte mir eigentlich nur die Möbel selber bauen, hatte nie vor, daran zu arbeiten. Und hatte das dann gelernt und dann habe ich mit ein bisschen Holzbildhauerei angefangen und dann sagte ein Freund zu mir, weil ich ein bisschen Geld brauchte, Mensch, du bist der Tischler, ich habe einen Auftrag, willst du den nicht machen, hast du ein bisschen Geld zum Bildhauern. Und das habe ich dann gemacht und dann war das eine tolle Truppe und dann spaltete die sich in zwei Gruppen und die einen wollten sich dann auch selbstständig machen und dann war das einfach toll und da habe ich gesagt, dann mache ich mit. Und so war ich dann 10 Jahre mit meinem Möbelbauer und Tischler, das war eine tolle Zeit. Und auch das habe ich nicht wirklich gesucht. Und das kam. Und dann kam auch da der Punkt, wo ich merkte, ich bin nicht mehr so ganz zufrieden damit. Ich möchte was Neues. Und dann habe ich damit auch aufgehört und dann kam wieder ein glücklicher Zufall und wie das so ist. Also du hast deine Berufe nicht gesucht, aber schon immer das, was dich gerade fasziniert hat. Ja. Dem ja, bist ja. du sehr straight ja. gefolgt. Mhm. Das war mir wichtig, weil ich habe eben auch erlebt, was es heißt, wenn man 8-9 Stunden am Tag arbeitet und das hat nichts mit einem zu tun. Also diese Frustration, dieses Leben zum Wochenende hin, am Sonntagmittag kriegte man schon schlechte Laune, weil man wusste, Montag geht es wieder zur Arbeit. Das kenne ich eben auch 5-6 Jahre lang und mit der Lehre sogar länger und das wollte ich nie wieder haben, weil ich innerlich für mich gespürt habe, dass ich sterbe. Ich hatte wirklich immer das Gefühl, ich sterbe innerlich. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskam. Also ein Sprungbrett war für mich auch der Zivildienst. Und dann die Arbeitslosigkeit, die glückliche, 4-jährige mit kurzer Unterbrechung, wo ich einfach rausgekommen bin aus diesem ganzen Hamsterrad. Und ich auch gemerkt habe, dass es nicht so wichtig ist, wie viel Geld man verdient, sondern viel wichtiger, dass das, was man macht, einen erfüllt und Spaß macht. Und dass man auch eben nicht nur das tut, was einem Spaß macht, sondern dass man das auch mit Menschen tut, die einem etwas geben. Das war das Wichtigste eigentlich. Ja, die Gemeinschaft, dann, den du es machst. Du hast mir erzählt, du wolltest als Kind weise werden. Das musst du jetzt hier sagen, ne? Wieso? Als Kind darf man, das haben wir vorhin gerade gehört, ganz wichtig, als Kind, das suchen, was einen begeistert. Und also ich fand das ja ganz faszinierend. Was glaubst du, was dich dazu inspiriert hat, das damals so werden zu wollen? Das weiß ich eigentlich nicht mehr so genau. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind immer diese Zauberer so toll fand, weil die so viel wussten und mehr wussten. Und ich habe mir als Kind mal vorgestellt, wie das ist, wenn man stirbt. Und dann hat man so ganz, ganz wenig Wachsein gegen Millionen von Jahren nichts merken. Und das fand ich irgendwie unbefriedigend. Und das ist für mich meine große Frage, die ich gern am Ende meines Lebens mal beantwortet hätte. Woher kommen wir, wohin gehen wir und warum sind wir hier? Und das ist mein roter Faden in allem, was ich tue, weil es ist nicht so entscheidend, was ich tue. Ich finde Berufung auch nicht so, ist nicht etwas, was an besonderen Berufen hängt. Ich finde Berufung ist eine Haltung und ich kann eben auch Maurer sein oder Taxifahrer oder Kellner. Weil es werden immer so besondere Berufe rausgesucht. Ich bin auch nicht einer der wenigen, die es kann, sondern nur einer der wenigen Verrückten, die das macht. Aber ich könnte hier sicherlich 5 oder 10 finden, wenn die Lust hätten, bringe ich ihnen das bei und dann können sie es auch. Es ist einfach die Haltung, das ist für mich das Entscheidende, die das ausmacht. Und und das ist, finde ich, es kam auch nochmal bei Tanja raus, das ist einfach so wichtig. Mhm. Und das bringt mich nochmal an den Punkt, dich danach zu fragen, ob du ein sehr geduldiger Mensch bist. Nee. Und wie hast du das dann, oder wie hältst du das dann aus? Das weiß ich nicht. Was treibt dich? Ja, das ist, man kann das schwer beschreiben. Ich habe damals in Barcelona angefangen, das zu studieren und war mir echt nicht klar, auf was ich mich da einlasse, sonst hätte ich die Biege gemacht.
Und ich hatte immer Anfängerglück. Immer wenn ich was Neues angefangen habe, die ersten Stücke haben immer geklappt. Nur beim Japan lag nicht. Ich konnte nach einem Jahr alles in die Tonne drücken und war so frustriert. Aber es hat mich so genervt, dass ich gedacht habe, jetzt will ich es wissen. Und es war etwas, was nicht so, wie soll ich das sagen, es ist nicht so eine bewusste Sache. Ehe man sich versieht, ist man drin. Und dann hat mich das immer tiefer hineingezogen und ich habe es immer mehr gemacht und ich habe dann auch meine Erfahrung gemacht, dass Ungeduld in dem Bereich ganz, ganz nervig ist, wenn man dann nach anderthalb Jahren poliert und schmiert einem alles weg, weil man die ersten Schichten nicht genug hat aushärten lassen. Das passiert einem einmal. Und dann ist es für mich auch so, dass ich glaube, dass wenn man etwas macht, das immer etwas mit einem selber zu tun hat. Mich begeistert nichts, was nicht irgendwie innerlich mit mir, in mir auch eine Entsprechung hat. Und vielleicht sollte ich einfach viel Geduld lernen oder schlechtes Karma aus dem letzten Leben, ich weiß es nicht. Aber es ist eben so. Es wird dann auch aufgearbeitet. Also, ich denke mir, dass ich erinnere mich, dass mein Bruder hieß immer, der hat Geduld und der kann das alles so machen, aber Manfred, nö, der muss immer alles schnell gehen. Und ich fand das ungerecht, weil ich habe schon auch beides in mir. Und das habe ich auch gespürt. Und man ist ja auch sehr geprägt von Rollen, die einem zugewiesen werden in der Familie oder auch von der Gesellschaft. Und als ich damals zu meinen Tischlerkollegen sagte, ich schleife jetzt mit 800er Schleifpapier, bei denen war grob 180, dann haben die gedacht, der spinnt. Weil das schafft, also nicht Manfred. Weil ich war immer genervt, wenn so ein Stück drei, vier Wochen in der Werkstatt war, da musste das raus. So. Und das hat irgendwie, ja, es war der Zeitpunkt, wo ich das Potenzial auch ausarbeiten wollte in mir, dass es auch gibt. Es gibt eben auch die Ungeduld und die packt mich manchmal jetzt auch noch. Aber dann gehe ich lieber ein Cappuccino trinken. Das ist billiger. Ich trinke viel Cappuccino im Moment. Du hast mir erzählt, und dann komme ich auch nochmal auf die Kindheit zurück, da gab es für dich schon so eine Leitfigur. Du hast mir von deinem, ich glaube, es war dein Großvater erzählt. Mein Opa, ja. Ne? Der für dich einfach so eine, ja, was Besonderes ausgestrahlt hat. Und dich vielleicht ja auch ein bisschen sozusagen inspiriert hat. Ja, es war ein verrückter Typ. Mhm. Weil er war Astrologe und Kunstmaler und hat eigentlich auf Konventionen gepfiffen, sein Lebtag. Das ist natürlich etwas, was einen prägt, aber es waren viele Menschen, die mich geprägt haben, auch unterwegs Leute, was Tanja sagte, die mich beiseite genommen haben und gesagt haben, du pass mal auf, was willst du hier? Du gehörst hier nicht hin. Also die was entdeckt haben in einem. Auch da, ich möchte ein bisschen weg von diesen besonderen Berufen. Natürlich fasziniert einen das, wenn man da jemanden sieht, der ist Astrologe und Kunstmaler. Und ich habe ihn nicht oft gesehen. Und trotzdem ist das eine Gestalt für einen 8-9-Jährigen, wo man denkt, boah, das war immer Strom in der Luft, wenn der irgendwie sprach. Das sind Gestalten, die einen vielleicht auf den Weg bringen, wobei dann der Weg nicht immer bedeuten muss, ich muss jetzt was ganz Verrücktes finden oder was ganz Besonderes. Also auch Lehrerin ist ein fantastischer Beruf und ich finde, meine Frau lebt ihre Berufung und ist am rechten Platz. Sie könnte nirgendwo anders sein. Also da nicht so nachzuschielen, was ist jetzt besonders und ganz exotisch, sondern wirklich danach zu hören, was macht mir einfach Spaß. Und ich kenne einen sehr, sehr guten Maurer, der ist mit Leidenschaft Maurer. Und hast du die Adresse? Ja. Kann ich dir geben. Ja, was wir haben schon ein bisschen oder so, hast du immer schon anklingen lassen, aber was verbindest du denn mit dem Begriff Berufung? Was ist das für dich? Was schreibt das für dich? Berufung ist, ja, da steht der Ruf für mich drin, der innere Ruf. Also es ist einfach immer eine Haltung, in sich hineinzuhorchen. Als du mich gefragt hast, ob ich hier was sagen wollte, da habe ich zu dir gesagt, es ist jetzt eigentlich ein ganz schlechter Moment, weil ich habe eigentlich totale Krise und weiß gar nicht, ob ich das weitermachen will, kann oder was ich mache. Bis mir dann nach einer halben Minute dann aufging, ja, das gehört auch dazu. Immer wieder sich zu fragen, bin ich gerade richtig? Und es gibt keine Autobahn, die von A nach B führt, sondern manchmal ist es zickzack und das kann auch Teil der Berufung sein oder Vorbereitung auf etwas sein. Und manchmal hat man es eben erst mit 50, aber der Weg davor war auch wichtig. Und das ist eigentlich immer wieder so ein in sich hineinhorchen.
Also ich fand den James Hillman, das habe ich dir auch gesagt, sehr beeindruckend. Der sagte, dass jeder Mensch mit einer Möglichkeit geboren wird. Und wenn man seine Möglichkeit lebt, dann lebt man zufrieden. Und da wurde er gefragt, und man solle auf seine innere Stimme hören. Und da wurde er gefragt, gäbe doch oft viele innere Stimmen, man wüsste nicht, welche die richtige ist. Und da sagte er, ja, er würde immer für sich sagen, wenn man lange Zeit anfängt, unzufrieden zu sein, dann wird es Zeit, die nächste Station auszusteigen und einen anderen Zug zu nehmen. Und das denke ich mir, darum meine ich, ist es eine Haltung, einfach in sich immer wieder zu horchen und immer zu gucken, sich die Unzufriedenheit anzugucken, ist das jetzt nur eine momentane, weil man ungeduldig ist und das Stück nicht fertig wird, oder was ist das? Also ein ständiges Hineinhorchen, und ich glaube, es gibt oft keine klaren Antworten, da ist keine Stimme, die sagt, pass auf, du gehst jetzt nach links. Ich glaube, es ist einfach das Horchen selber schon, ist der Kompass. Hast du eigentlich mal versucht, zu deinem Ruf oder deiner Ungeduld zu entkommen? Inwiefern? Naja, dass du versucht hast, einfach irgendeinen Beruf zu machen, der dich nicht so fordert. Mit der Geduld? Ja, oder mehr deinem Ruf. Wir haben ja gerade über den Ruf gesprochen. Du hast ja gesagt, dass du immer sehr intensiv wirklich so deine Themen verfolgt hast. Und ich habe mich gefragt, hast du auch mal versucht, da rauszukommen? Also zu sagen, ach, ich mache jetzt irgendwas, das ist mir alles viel zu anstrengend? Nee, die Geduld ist für mich nicht mehr anstrengend bei meinen Stücken. Das ist kein Thema mehr für mich. Aber ich habe momentan wieder so einen Moment, wo ich mir denke, ja, ich arbeite seit 15 Jahren mit mir alleine, was ich sehr genossen habe. Aber ich hätte jetzt Lust, auch mal wieder rauszugehen und mit Leuten was zusammen zu machen und mehr in Kontakt zu treten und vielleicht was ganz anderes zu machen. Ich weiß noch nicht. Oder beides miteinander zu verbinden. Auch das ist möglich. Next Step, nächste Etappe irgendwie. Ja, wird man sehen, was kommt. Wie hat dich denn dein beruflicher Weg verändert? Ich bin geduldiger geworden. Also es ist schwer zu sagen. Das hat mich verändert. Es hat mich sehr verändert, weil ich wollte ja immer mit 16, 17 eine japanische Technik lernen. Und ich habe ja dann Zen und die Kunst des Bogenschießens von Eugen Herrel gelesen. Da dachte ich, wow, das willst du auch. Habe ich nie gemacht. Und das ist aber eine Sache, die irgendwie in meinem Kopf war. Und nachdem ich 2, 3 Jahre am Studieren war und mit Japanlag arbeitete, habe ich dann gemerkt, Mensch, ich lerne gerade eine japanische Technik. Und das hat immer was mit Konzentration, Disziplin zu tun und am Ende den Kopf rauszulassen, also abzuschalten und wirklich im Moment zu sein. Und das ist eine schöne tägliche Übung, die mir manchmal gut und manchmal nicht so gut gelingt, aber insofern habe ich dadurch auch eine Menge gelernt. Jetzt, um nochmal auf Urushi zu kommen, das ist ja auch eine Kunstform, die sich jetzt nicht an jeder Ecke verkauft. Also es sind ja schon sehr, weil sie einfach auch sehr aufwendig ist, sehr besondere Stücke. Wo hast du denn so das Vertrauen hergenommen, dass du dich davon letztendlich auch ernähren kannst? Kann ich nicht sagen. Also ich habe damals, als ich studiert habe, habe ich gedacht, wow, das ist eine Nische, super, die bringt dann auch Geld. Nur, dass keiner diese Nische sucht, das war mir nicht so klar. Keine Google-Ads, Urushi. Keiner sucht das in dem Sinne, insofern war es dann natürlich schwierig. Nur ich glaube, das habe ich mittlerweile auch gelernt, nicht zu sehr in Prozessen zu denken. Genauso wenig wie Tanja am Anfang überlegt hat, oh, wenn ich das mache, wie soll ich mein Geld verdienen? Das entwickelt sich. Und ich habe immer wieder in meinem Leben auch Krisen gehabt, wo das Geld ausging und ich erinnere mich, darauf spielst du so ein bisschen an, vor 2 Jahren, wo ich noch 1.000 Euro hatte und dachte, jetzt muss aber echt was. Darauf hätte ich jetzt nicht angespielt. Jetzt muss echt wieder was rüberkommen. Und manchmal sage ich dann so zu den Göttern des Urushi, sie müssen jetzt auch mal Gas geben. Alleine kann ich auch nicht alles machen. Und dann kam plötzlich mit mal aus dem Nichts dann wieder was. Und das ist mir ganz häufig passiert. Und damals auch in der Tischlerei. Wir haben oft Momente gehabt, wo wir gedacht haben, wie geht's jetzt weiter? Und irgendwas kam dann. Das ist ganz kurios. Ich denke mir, da muss man sich einfach drauf verlassen. Wenn man auf dem richtigen Weg ist, dann wird auf beiden Seiten gearbeitet. Das heißt, du hast so ein Vertrauen, so ein Gottvertrauen in irgendeiner Mal ja, Weise. Mal weniger, aber am Ende haut es immer hin. Ne? Ja. Was glaubst du, was würde denn, also ich weiß, du hast ja auch einen Sohn, und was würde denn so jungen Menschen gut tun, so auf diese Frage vorbereitet zu werden? So, wie möchte ich meinen Berufsweg gestalten oder wie möchte ich da beginnen erstmal?
Ja, nicht aufs Geld zu gucken. Das ist natürlich immer ein wichtiger Gradmesser. Boah, kann ich davon leben? Und dann mache ich doch lieber was Sicheres und werde Beamter. Und oder. Ich sage Paul, mir ist völlig wurscht, was du damit verdienst. Das nützt ja alles nichts, wenn du keinen Spaß dran hast. Es muss einfach Spaß machen. Es muss Freude machen. Da muss man richtig Bock drauf haben. Und dann ist das auch egal, wenn man weniger Geld hat und sich kein dickes Auto leisten kann. Weil die dicksten Autos bringen einem nichts, wenn man eben Sonntagnachmittag schon wieder denkt, pff, Montag muss ich wieder hin. Und mir sagte letztens jemand noch, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Und das fand ich ziemlich klasse. Und das bringt einem nichts. Also einfach zu schauen und sich nicht madig machen lassen, wenn andere sagen, oh, vergiss es, das kann nie klappen und das ist viel zu riskant und denk an deine Zukunft und du willst ja auch nochmal ein Haus haben und. Es gibt so verrückte Leute, die so verrückte Sachen machen, wo keiner auf die Idee gekommen wäre, dass sie da auch nur eine Mark mit verdienen können. Und das muss man aus dem Kopf kriegen. Das ist wichtig. Man kauft sich mit 12 ein Pferd und der Rest ist alles geritzt, sich. Ne? Ja, tolle Geschichte irgendwie, super. Ja, schön. Hast du noch irgendeine besondere Botschaft, die du noch Menschen mit auf den Weg geben willst, die vielleicht gerade so spüren, da liegt was an, da ist vielleicht der nächste Schritt dran? Einfach nochmal, das Wichtigste ist, es geht nicht um besondere Berufe. Also ich denke mir, da kann man auch sehr schnell auf dem Irrweg gelangen, weil man immer danach schielt. Das erlebt man bei ganz Jungen ja auch. Ne? Alle wollen so Fußballstars werden, wie Ronaldo, Paul dann immer auch Ronaldo. Ne? Wo ich mir denke, ja, das sind unsere Vorbilder, aber keiner zeigt mal die Kulissen dahinter, ob die auch wirklich zufrieden sind und. Ich denke mir einfach, dass wir haben vielleicht 50 oder 80 oder 90 Jahre, müssen einfach Spaß machen und das sollte man nicht damit verplempern, dass man versucht, viel Geld zu verdienen. Die Sicherheit gibt es sowieso nicht. Finde ich jetzt ein gutes Schlusswort, oder? Vielen lieben Dank. Danke.